Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, wir sind mit dem Diego in der letzten Folge hier durch die halbe Wüste marschiert. So, wie viel haben wir dadurch gewonnen? Nicht genug. So, und wir haben ein bisschen Alchemie gelernt. Wenn wir Fläschchen oder irgend so einen Scheißdreck in die Finger kriegen, können wir hier Sachen bauen. Wir können aber auch erstmal hier die Steintafel lesen. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Altes Wissen plus 3, sehr gut. No. Erhöhte das wirklich den Schaden von der Magie? Was ist denn hier los? Du begibst dich in gefährliche Gesellschaftsreisen. Den auf Fußboden gemalt. Das ist nicht das erste Mal. Es gibt nur zwei Gründe, warum du hier bist. Ach ja? Entweder du willst meinen Kopf, oder du willst dich uns anschließen. Ich will das Kopfgeld wählen. Können wir immer noch. Was genau meinst du mit anschließen? Wir brauchen jemanden, der Zugang zu den Städten hat. Mit deiner Hilfe können wir unseren Kampf gegen die Assassinen vorbereiten. Dann werden wir Praga befreien. Nein, warte. Habe ich mich jetzt irgendwie schon entschieden dafür? Ich weiß es nicht, warte mal. Ich will ja bloß die Olle hier wieder haben. Das Problem ist, die kriegen wir ja auch wahrscheinlich wieder, wenn wir das Nest hier ausräuchern, oder? Wir wollen ja nicht mit denen zusammenarbeiten. Wir sind ja hier auf der Belia-Schiene. Ich lade mal neu. Müssen wir die Steintafel nochmal neu lesen, aber das soll mir gerade mal egal sein. Ja, wir probieren erstmal, ob wir sie so mitnehmen können, die Olle hier. So, Diego. Du begibst das. Ja, komm, so. Wir können aber Ende drücken. Wir können die Antwort später geben. So. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer. Und er lenkte es nach seinem Willen. Jo. Jawohl. Jetzt ist mir der Deckel von der Flasche gehüpft und so auf die Windows-Taste gehüpft, dass sich das Spiel runtergelegt hat. Na super. Ja. Das hatte ich auch noch nicht. Ich dachte, jetzt ist das Spiel wieder abgestürzt. Ja, aber... Das hatte ich auch noch nicht. Ja, wahrscheinlich die Tastatur, die ist wahrscheinlich so leichtgängig. Ich meine, ist ja schön. Dafür ist ja auch schön leise. Ihr hört ja nicht. Aber das ist wirklich der Deckel, wenn der von der Flasche hier mir hier aus der Hand gleitet, dass er so auf die Windows-Taste fällt, dass die dadurch gedrückt wird und ja, das Spiel runterlegt. Das hatte ich auch noch nicht. So, in der Aufnahme müsste eigentlich noch alles in Ordnung sein. So. Geh jetzt besser. Ja. Geh schon, du darfst nicht. Stör mich nicht. Ach so, ich muss ihm erstmal. Ja. Kämpfer der Sippe. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Alles, was ich über die Jagd weiß, werde ich dich lehren. Ja, mach das. Zeig mir deine Ware. Zeig mir. Jagd. Giftpfeil. Hast du generell mal Pfeile für mich? Stab der Zauberei. Schwere Nomadenkleidung. Nö, ist mir zu teuer. Dreckiger Dieb, na warte. Sagt ihr was, wenn ich euch die Metalltruhe ausräume? So. Nö. Dankeschön. Ihr seid ja doof. Nö. Diego, komm mal mit. Ja. Wahrscheinlich wird das mit der Eila, das werden wir wohl erst machen, wenn wir hier die Sippe hier ausrotten.
kriegt doch auch irgendwie einen Auftrag dazu. Gab's da nicht von den Assassinen einen Auftrag dafür? Alchemitisch. So, wer bist du denn? Ja, bevor wir hier wirklich, naja, ich müsste mich langsam mal entscheiden, wie wir hier vorgehen. Weil eigentlich müsste ich sagen hier, ich will deinen Kopf. So, warte mal, wir speichern mal. Ich weiß nicht, ob die Prügelei direkt gleich losgeht, wenn ich sage, ich will seinen Kopf. No. Ich will das Kopfgeld für dich kassieren. Dann ziehe deine Waffe und kämpfe mit mir. Komm her, Bürschchen! Greift nur der mich an, das ist sehr gut. Bleib stehen! Diego! Ja, diese Blutfliegen hier oben, die kotzen mich gerade an. Der hat auf jeden Fall Power. Hier unten waren ja auch so ein Haufen Viecher. Haben wir irgendwo einen Felsen, wo der nicht hinkommt? Treffe ich mal seinen Kopf? Ich werde kurz bevor ich fertig bin, rutsche ich runter und der haut mich um. Wir machen mal einen großen Speicherplatz hier, damit ich nochmal zurück kann. Der ist jetzt wieder voll Power, oder? Muss ich nochmal von vorn machen. Weil ich dachte nicht, dass ich den nicht gleich töten werde. Keine Ahnung. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Das schieße ich ihn halt jetzt tot. Ich hoffe, meine Pfeile reichen ja auch aus. Mir wurde gesagt, ihr seid böse Nomaden, die Leute überfallen. Das kann ich nicht zulassen. Ob die Assassinen mir die Wahrheit gesagt haben über euch, ich weiß es nicht. Kopfgeld für Asaro. Ruf in Braga.
Komm, wir speichern das jetzt. Wir haben den Speicherplatz von letzter Folge noch. Aber wo war jetzt die Höhle? Hier. Wir rennen ja fast schon wieder zu weit. Können wir die jetzt mitnehmen? Wir gehen zurück nach Braga. Ich folge dir, Meister. Aber hier machen wir nochmal einen großen Speicherplatz, damit wir zwischendurch zwischenspeichern können, weil, wie gesagt, diese Viecher, die sind ja da unten in der einen Schlucht. Komm mit. Na, ach so. Die müssten wir eigentlich vorher wegmachen. Ich bring dich weg. Aber wir probieren es mal so. Jo, komm mit. Den Rest holen wir uns auch nochmal, wenn wir mehr hier Ressourcen haben. Oh, da liegt er. Genau, das ging nämlich hier irgendwie so runter. Ne, da unten, die Schlucht. Genau. Die Versuchung wollen wir direkt zu umgehen hier. Auf diese giftigen Mistviecher. Normalerweise greifen die ja nur mich an. Die NPCs lassen sie ja eigentlich in Ruhe. So, wir speichern mal zwischen. Ja. Aber hier unten sitzt, wie gesagt, gleich eine Horde von diesen Krabblern da. Normalerweise. Da höre ich sie doch schon. So. Die Alte ist da. Vielleicht lassen sie mich ja sogar in Ruhe. Ja, komm. Diego, ach nein, Diego, komm mit. Dort ist Braga, okay. Ich hab's doch gewusst, wir hätten links am Felsen hier vorbeigehen müssen, von da unten aus gesehen. Und wir sind hier hochgerannt. Die sind da oben. Jetzt müssen wir bloß durch, ohne dass hier irgendwelche Wölfe oder so uns angreifen. Da sind wir da hinten ganz gut gekommen. So am Felsen lang, da war ein relativ einfacher Weg durch. Genau, dort hinten sind wir hochgerannt. Wir hätten, wie gesagt, wirklich hier vorne lang müssen. Na gut, egal. Ich wusste es wirklich auch nicht mehr. Also, ich hatte es geahnt, aber... Wie gesagt, mit dem Asaro, das nehmen wir jetzt so an. Das lassen wir jetzt so stehen. Falls irgendeine Quest jetzt dadurch versemmelt ist, dann ist das so. Nö. Nochmal abspeichern, bevor uns wirklich ja welche zerfleischen wollen. Und es auch schaffen. Ich hoffe mal, die fixieren sich hier wirklich nur auf mich. Weil ich kann ausweichen hier. Solange die beiden jetzt nicht. Okay, die kommen mit. Sehr gut. Gefällt mir. So. Wir können uns auch mal wieder umziehen hier für die Bande. Wem soll ich die jetzt abgeben?
Jo. Warte! Was willst du? Ich will dir ein Angebot machen. Du hast Ayla befreit. Ich gebe dir 500 Goldstücke für sie. Sie ist frei. Was willst du mehr? Nein. Ich bringe sie selbst zurück. Ganz wie du willst. Jo. Guck mal hier. Ich habe Asaru erledigt. Sehr gut. Wir stehen im Schatten deiner Größe, Vater der Jagd. Ja. Ist das alles? Natürlich werde ich mich für deine Mühen erkenntlich zeigen. Gib mir Gold. Ja. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. Jo, dankeschön. So, wer ist jetzt der Boss? Wo ist der Boss? Ja. Diego? Ja. Ich bring dir Diego, die andere da. Guck mal her. Ich bringe dir Ayla zurück. Jo. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Asaru uns keine Probleme mehr bereitet. Asaru ist kein Problem mehr. Gut, dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Ich wusste, dass etwas passieren wird. Gib ein wenig Gold aus. Jo, 300, das ist ja lächerlich. Warte mal. Nee. So, wie machen wir jetzt weiter hier? Ich habe keine Ahnung. 13. Tatsache. Wer wollte mir was über Jagd beibringen? Warte hier. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Lauf zurück. Lauf zurück. Genau. Irgendjemand wollte mir was über Jagd beibringen. Warte mal, was war mit dir hier? Zeig mir deine Ware. Hast du Pfeile für mich? Nö. 15.000 leichte Assassinenrüstung, das ist die ich jetzt habe. Assassinenrüstung wäre die hier, 50.000 Mark. Alter. Oh. Ich habe deinen Kelch zu Naphalem gebracht. Ja. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Damit hast du mich vor großem Übel bewahrt. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Jo. Alles nur Bolzen immer, Mann. Waffen. Wir hatten jetzt wie viele Lernpunkte? 3? Hä? Wie kommen wir zu 13? Wir hatten 2 übrig. 10 Lernpunkte haben wir gekriegt für Dings. So. Wir gehen nochmal nach Redog. Ups, scheiße. Nee, Kapdun. Was sind denn schon wieder? Achso. Der Witz ist, der brachte mir aber, der Sebastian brachte mir jetzt keine Mana bei, oder doch? Mal Alchemie, oder? Warte mal. Konnte man hier direkt Mana lernen? Belia. Gewähre mir magische Kraft. Hier. Gewähre. Magische Kraft plus 20. 10 Lernpunkte. Nee, warte, wir machen das anders. Wir gehen erstmal und nicht, dass wir jetzt noch mehr Voraussetzungen brauchen für Fälle hier. Nee, mit Jagdtalente wegen Gold machen und so weiter. Brauchen wir auch zum Lernen. So. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Jo. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Reptilienhaut. Das Problem ist, mir fehlt gleich das Gold dafür. Was kann ich dir verkaufen hier dafür? Erzpfeil. 175.
Armbrust, Kompositbogen, den Scheiß hier, die Dinger, Goldausgleich. Okay. Bring mir was. Wir nehmen jetzt tatsächlich, wir lernen jetzt noch keine Mana. Dafür nehmen wir uns den Diego wieder mit. Dazu bist du noch nicht bereit. Alter, willst denn du mich freuen? Gut so. Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien sind zähe Mistviecher. Wenn du die Haut lösen willst, schneide sie vorsichtig an. Dann ziehst du sie von hinten nach vorne ab. Aber mach es ganz langsam. So. Zeig mir, wie ich den Bestien Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Du musst vor allem darauf achten, dass die Scheiße nicht absplittert. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. So, jetzt können wir auch lukrativ auf Jagd gehen. Ich will Umgang mit meinem Bogen verbessern. Nee. So. Haben wir vielleicht schon irgendwelche Trophäen einstecken, die wir dir hier verklingeln können? Wolfsfell. Ja. Oder gab es irgendwelche Händler, wo wir mehr dafür kriegen? Ich nehme das jetzt mal so an hier. Nee, da können wir, wie gesagt, da können wir jetzt unbehelligt hier auch Viecher platt machen und die dann ausräumen. So. Da würde ich mal sagen, ja, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen Erfahrung und wir brauchen Gold. So, wie kriegen wir Erfahrung und Gold? Erfahrung und Gold? Ganz einfach. Wir gehen jagen. Praga. So, wir haben jetzt noch 8 Minuten für die Folge und ich würde sagen, wir klemmen uns jetzt, wie vorgeschlagen, den Diego unter den Arm und gehen jetzt hier in die Ruinen ein bisschen jagen. So, warte. Was hat die jetzt vor? Was soll die machen? Mann! Ich weiß es nicht mehr. Ach so. Nee. Ja, 75. Assassinen 13. Ja. Das hätte ich bei dem machen können, oder? Scheiße. Ja, warte mal, wie viel haben wir jetzt? Wir haben 3 Lernpunkte übrig. Na gut, okay. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. So. So, mein Freund. Ich brauche Felle. So explizit jetzt auf Jagd gehen. Wie gesagt, das werden wir dann nächste Folge eher weniger machen. Guck mal hier. Hallo. Jawohl, biegt vorher ab, der Sack. Genau. Wie viel Power hat er noch? Achso. Das war's für dich, Mistvieh. Ja, 45 Schakalfell erhalten. Wie viel kriege ich für so ein Schakalfell eigentlich? Schakalfell. Stinkendes und wertloses Schakalfell. Willst du mir Warte. Willst du mir echt sagen, dass die Schakalfelle kein Gold bringen? Oder wirklich bloß bei Jägern oder so? Ja, so willst du was? Guck mal.
Ich werde mich ein wenig ausruhen. Da brauchen wir unsere Zeit auch nicht mit dem Jagen verschwenden. Zeig. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Was? Zähne, ganz ohne Zweifel. Ne, weißt du was, da brauchen wir auch nicht jagen gehen. Tja, wie machen wir jetzt weiter in der Wüste? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weißt du was? Wir gehen mal. Wollen wir den Diego dahin mitnehmen? Ich habe immer Angst, wenn wir sagen, der läuft zurück, dass der nicht zurückläuft. Und wir den dann, wie gesagt, nie wiederfinden. Sonst würde ich nämlich jetzt meinen Weg Richtung der nächsten Stadt ja. Wir müssten im Küstengebiet endlich mal ein bisschen jagen gehen. Und da haben wir Warane, mit denen werden wir noch nicht fertig. Ja. Wir werden jetzt erstmal Mana und sowas weiter mitlernen. Bei den nächsten Lernpunkten. Das heißt, wir müssen Quests machen weiterhin. Was war hier ein Dings zu machen? In Lago ist das nächste Dorf, oder? Wir gucken mal, was Diego mit den Waranen macht. Können wir die Warane einzeln rauslocken? Hallo? Die kommen nämlich alle angerannt. Und der Diego, ich meine, der ist auch nie unsterblich. Alter, falsche Rüstung an. Ja, das mit der Rüstung ist tatsächlich, wie gesagt, das macht es nicht einfacher. Dass wir hier in den Städten die Rüstung, beziehungsweise bei den Nomaden die Rüstung ja lieber auslassen sollten. Deswegen ist es schön, dass wir mit Diegos Rüstung hier eine neutrale Rüstung haben. So, wir machen mal, genau. Hier kommen wir nicht zufällig hoch, oder? Dieses Gestell hier. Nee. Das können wir vergessen. Also der Kopfschuss klappt auch bei den Viecher, oder? Hier natürlich auf den, der die meiste Power hat, aber nicht auf den, wo wir die Power schon abgezogen haben. Immer dasselbe. Na, lauf, 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 Mensch! Das
Ja, und den hatten wir ja schon angelutscht. So. Na aber. Jo. Baranleder. Also gerade Leder gekriegt, guck mal. So. Das war's für dich, Mistvieh. Jo, Baranleder. Was bringt uns Baranleder? Wo haben wir das Zeug? Varanleder 37. So, Schakalfell dagegen nur ein. So, ich würde aber sagen, wir machen Feierabend hier mitten in der Wüste. Und bis nächste Folge überlege ich mir so ein bisschen, wie wir hier jetzt effektiv weitermachen können. Ja, damit, wie gesagt, ohne dass wir hier großartig auf Stärke oder sowas gehen, das macht das Ganze wirklich nicht einfacher. Und die alternative KI, Balancing oder so, das macht auch nicht einfacher. Ja. Okay, aber wir sind nicht gekommen, damit wir es einfach haben. Wir wollen hier leiden, ihr wollt mich leiden sehen, das weiß ich. So, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für den ein oder anderen neuen Kandidaten auf dem Kanal wäre ich durchaus dankbar, wenn ihr mich mit einem kleinen Abo unterstützen würdet wollen. Dankeschön und ciao.